Die gleichzeitige Veröffentlichung auf Blu-ray und DVD von Der Weg allen Fleisches und Convoy, beide mit Kris Kristofferson, haben uns Lust gemacht, auf die Karriere des legendären Sängers und Schauspielers zurückzublicken. Und das mit dieser einfachen Frage. Worum geht's eigentlich bei Kris Kristofferson? Hier kommt unsere Antwort. In 10 kleinen Häppchen. Zunächst gibt Kris Kristofferson 1970 sein sensationelles Debüt als Sänger mit seinem ersten Album und dessen einfachen Titel Kristofferson. Ein Album, das unter anderem auch den Song Me and Bobby McGee enthält, den wenig später Janis Joplin covert und zum Nummer 1-Hit macht. Und einen Song, den wir 1971 in Monty Hellmans Asphaltrennen zu hören bekommen, um die Hauptdarsteller bei ihrem Roadtrip durch die USA zu begleiten. Ähnlich wie Dennis Hopper in The Last Movie, der in Peru gedreht wurde. Statt an einem klassischen Western-Drehort zu arbeiten, entscheidet er sich, lieber die malerischen Nebenwege zu erkunden, begleitet vom Rhythmus und der Stimme von Kris Kristofferson. Busted flat in Baton Rouge and heading for the trains. Feeling nearly faded is my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained. Took us all away to New Orleans. I took my harpoon out of my dirty red bandana and was blowing sad while Bobby sang the blues. With them windshield wipers slapping time and Bobby clapping hands, we finally sang up every song that driver knew. Gleichzeitig gibt Kris Kristofferson sein Debüt als Schauspieler. Zum Beispiel in Cisco Pike von Bill Norton, wo er als ehemals bekannter Musiker und Sänger nun vom Drogenhandel lebt und mit der einzigartigen Karen Black zusammen ist, was uns jetzt etwas melancholisch werden lässt. Das Beste aus dieser Zeit findet aber wieder abseits der Leinwand statt. Und zwar im Film Fat City von John Huston aus dem Jahr 1972, wo der ehemalige Box-Champion Stacy Keach auf der Suche nach seiner letzten Chance ist. Ein Film, in dem von Anfang bis Ende immer wieder Kris Kristoffersons Song Help Me Make It Through the Night zu hören ist. Und wir finden, dass dieser Song und Kris Kristoffersons Stimme sehr gut zu dem gefallenen Box-Champion passen. Take the ribbon from your hair. Shake it loose and let it fall. Laying soft against my skin. Like the shadow on the wall. Come and lay down by my side. Till the early morning light. All I'm taking is your time. Help me make it through the night. Kris Kristofferson spielt 1973 in einem weniger bekannten Film von Paul Mazursky, The Things of Love, bei dem er mit George Segal und Susan Anspach ein eher ungewöhnliches Trio bildet. Aber der erfolgreichere Film in diesem Jahr ist eher eine Angelegenheit für zwei. Insbesondere mit James Coburn in Sam Peckinpahs, Pat Garrett und Billy the Kid. Am Anfang gibt es ein herzliches Wiedersehen zwischen den beiden Männern.
Doch gleich danach kommen erste Spannungen auf, als Pat Garrett Billy the Kid mitteilt, dass er engagiert wurde, um ihn festzunehmen. How does it feel? It feels like times have changed. Times maybe. Not me. Es folgen ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen den beiden Männern, das durch die Musik von Bob Dylan begleitet wird. Insbesondere durch den Song Knocking on Heaven's Door oder durch den Song Billy One bei seiner Flucht aus der Stadt, wobei Bob Dylan selbst Zeuge der Szene ist. Ja, Pat Garrett und Billy the Kid ist ein beinahe unübertroffener Höhepunkt in der Film- und Musikwelt. There's guns across the river, aiming at you. Lawman on your trail, he'd like to catch you. Bounty hunters too, they'd like to get you. Billy, they don't like you to be so free. Camping out all night on the veranda, dealing cards till dawn in the hacienda. Up to Boot Hill, they'd like to send you. Billy, don't you turn your back on me. Kris Kristofferson setzt in den 70er Jahren seine Karriere fort und spielt in einem anderen Film von Sam Peckinpah. Aber vor allem ist es die Begegnung mit Martin Scorsese in Alice lebt hier nicht mehr, wo er eine besonders charismatische Nebenrolle an der Seite von Alan Burstyn spielt. Sie ist die Kellnerin, er der Gast. Und ihre ersten Gespräche an der Theke drehen sich um Kris Kristoffersens Bart. What am I doing wrong? It's not that. It's a beard. I'll cut it off. Oh no, I like your beard. You do? Später kommen sie sich näher, diesmal draußen. Und immer noch geht es um den Bart. Diese Annäherung wird von einem der zärtlichsten Küsse in der Geschichte des Films gekrönt. Mitten im Wind. Vielleicht sollten wir auch mal eine Blow-Up-Folge über Wind im Film machen. Could I touch your beard? Soft. Kris Kristofferson hat im Jahr 1976 eine kleine, versteckte Rolle in einem anderen Film von Martin Scorsese, Taxi Driver. Robert De Niro kauft nämlich eine seiner Platten, um sie Cybill Shepherd zu schenken. '76 spielt er auch die faszinierende Rolle des Seemanns, der das Meer verriet, in Louis John Carlinos Der Weg allen Fleisches, die Verfilmung eines Romans von Mishima. Kristofferson erscheint zum ersten Mal als Seemann, der sich Sarah Miles und ihrem Sohn gegenüberstellt. Dann folgen die ersten Annäherungen in der Totalen am Wasser, gefolgt von intensiven Momenten in Nahaufnahme während eines Bach-Klavierkonzerts in einem Schlafzimmer. Allein. Oder fast. '76 ist Kris Kristofferson auch in A Star is Born zu sehen, einer Neuverfilmung des Hollywood-Klassikers, diesmal unter der Regie von Frank Pearson und mit Barbara Streisand in der Hauptrolle. In diesem Film spielt Kris Kristofferson einen alkoholabhängigen und aufbrausenden Sänger, der alles in seinem Leben zerstört. Seine Beziehung, seine Ehe und die Karriere seiner Frau. In äußerst unangenehmen Momenten. Dieses Unbehagen macht die wenigen schönen Momente, die er mit Barbara Streisand teilt, umso kostbarer. You and I will make each night a
Kris Kristofferson ist in den frühen 80er Jahren in einem Film von Michael Ritchie über American Football mit Burt Reynolds zu sehen. Es gibt auch eine Wiedervereinigung mit Sam Peckinpah für Convoy, ein Roadmovie, in dem er einen von der Polizei verfolgten LKW-Fahrer spielt. Dabei löst er unbeabsichtigt eine Welle des solidarischen Protestes unter den Truckern aus. That's incredible. Where are they all coming from? Everywhere. I can't believe it. Why? Don't ask me, ask them. I'm running for my life myself. Yeah, but they're all following you. No, they ain't. I'm just in front. By the time we found old Stacy's town, those trucks was having the ball. Und schließlich im Jahr 1980 sein größtes Werk, das bei seiner Veröffentlichung verrissen wurde, Das Tor zum Himmel von Michael Cimino. Der Film spielt in Wyoming am Ende des 19. Jahrhunderts und erzählt von der Auseinandersetzung zwischen amerikanischen Großfarmern auf der einen Seite und armen Einwanderern auf der anderen. Schließlich verkündet Sheriff Kris Kristofferson eine Liste von 125 verurteilten Namen. Carmonic V. Chica, chica, chica! Harmonic I. Chica! 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 Gorpistansky, G. Das Tor zum Himmel gilt, inoffiziell, als einer der zwei oder drei größten Filme in der Geschichte des Kinos. Zumindest für uns. Besonders, wenn man diese beiden Tanzszenen hinzunimmt. Eine in Harvard, zum Rhythmus von Strauss an der schönen blauen Donau. Und eine weitere Szene, genauso wirbelnd, aber weniger imposant, im Zelt, diesmal mit Isabelle Huppert im Takt von David Mansfields Geige. Kris Kristofferson verbringt die 80er Jahre eher ruhig. Dennoch sieht man ihn in Das Rollover-Komplott von Alan Pakula, in dem er eine Affäre mit Jane Fonda hat. Und er spielt in Pee-wee Hermans zweitem Abenteuer mit. Die 80er Jahre sind vor allem durch die Zusammenarbeit mit dem Regisseur Alan Rudolph geprägt. Zuerst in Songwriter, wo er im Duett mit Willie Nelson auftritt und bald darauf von Melinda Dillon unterstützt wird. Auch hier werden wir wieder melancholisch, auch wenn das Publikum offensichtlich nicht ganz in der gleichen Stimmung ist. So many people got so many lines. They've all been tried and it's true. They've all got so many reasons for changing your mind. And there ain't none of them know. Und schließlich im Jahr 1985 der wunderschöne und wenig bekannte Film Juwelenfieber, in dem ihm die Rolle auf den Leib geschnitten ist. Ein Mann, der aus dem Gefängnis entlassen wird, zwischen Schatten und Licht, untermalt mit Musik, aber diesmal in Zusammenarbeit mit Marianne Faithfull. I'm gonna lay my head on some lonesome railroad line. Let the 219 train ease my trouble in mind. Kris Kristoffersons Karriere stagniert in den 90er und 2000er Jahren und bestätigt seinen Rückzug aus dem Rampenlicht. Er spielt an der Seite von Mel Gibson in Payback, neben Mark Wahlberg in Tim Burtons Planet der Affen und neben Wesley Snipes in Blade. Obwohl er in James Ivorys Die Zeit der Jugend eine größere Rolle hat, in der er einen Schriftsteller spielte und mit seiner Tochter in Paris am Fuße der Pont Neuf spazieren geht, beginnt seine Karriere zu bröckeln. Das wird spätestens in einem Film offensichtlich, Lone Star,
von einem weiteren unbekannten Filmemacher, John Sayles. Christofferson verkörpert einen Sheriff, dessen Überreste 30 Jahre später an der mexikanischen Grenze gefunden werden. Die Geschichte führt Chris Cooper in eine Untersuchung, bei der die Geister der Vergangenheit gerufen werden und Christofferson in einigen Flashback-Szenen aus einer anderen Zeit auftritt. Beaner Fair doesn't agree with me, but the price sure is right. In den 2000er Jahren wird Christoffersons Abstieg noch deutlicher. Er leiht seine Stimme, um Bob Dylans Leben in Todd Haynes' I'm Not There zu erzählen. Outlaw, fake, star of electricity. Oder Billy the Kid in Anne Feinsilbers Dokumentation Requiem for Billy the Kid zu sprechen, um so symbolisch einen Kreis zu schließen. Fort Sumner, 1880. We were all still alive then. In November, we celebrate my 21st birthday by smoking red grass and drinking all night. The next day, we steal Padre Grilakovsky's horses. It goes south. We escape on foot in the snow. Chris Christofferson hat in den 2010er Jahren nur noch sporadische Rollen, die größtenteils unbemerkt bleiben. Insbesondere in Shane Taylors Bloodworth, wo er einen zurückgezogenen Patriarchen spielt. Dies war einer seiner letzten Auftritte auf der Leinwand und es war sehr bewegend. Die Gründe hierfür sind bekannt. Heute scheint Chris Christofferson inoffiziell im Ruhestand zu sein. Und es sieht so aus, als ob die letzten Jahre nicht so recht wussten, was sie mit ihm anfangen sollen. Anstatt von einem letzten großen Auftritt zu träumen, von einer hypothetischen letzten Begegnung mit einem Jim Jarmusch oder einem Quentin Tarantino, sollten wir uns an die Vergangenheit erinnern. An das, was war. Dennis Hopper, John Huston, Sam Peckinpah, Martin Scorsese oder Michael Cimino. All diese Rollen bleiben unvergesslich. Die letzten Momente in Das Tor zum Himmel zeigen Asche und Ruinen und im weiteren Sinne Ideale und Unschuld, die in Rauch aufgehen. Es scheint, als ob Chris Christofferson einer anderen Ära angehört und dass diese Ära mit Das Tor zum Himmel endet. Dann geht er fort, verschwindet in der Ferne Amerikas, beginnt die flüsternden Geister zu hören und genießt schließlich die Unsterblichkeit zu Lebzeiten. Knock, knock, knocking on heaven's door.